Der Kopf des Patienten, dem zuvor Nanokügelchen mit einem Eisenoxidkern in den Gehirntumor gespritzt wurden, liegt an ein Wechselfeld an, das 100.000 Mal in der Sekunde Plus- und Minuspol vertauscht. Dadurch ändern die eisenhaltigen Nanoteilchen im Tumor ständig ihre Ausrichtung. Sie geraten in Schwingung, werden heißer und heißer. Während die Temperatur des gesunden Gewebes konstant bleibt, steigt die Temperatur im Tumor stetig an. Bei über 70 Grad sterben die Krebszellen an den Folgen der Überhitzung.